mein Gott, das darf einfach nicht wahr sein. Warum kriegen die Gubbi-Damen so viele Babys? Und warum fressen sie keine Babys auf? Ich habe eine Gummibaby-Invasion in meinem Becken. Andere haben Algeninvasionen, andere haben Schneckeninvasionen. Ich habe eine Gubbi-Invasion in meinem Becken. Habe ich noch nie erlebt. Ich habe Jahrzehnte Gubbis gehabt. Das hat sich immer selber reguliert. Die haben sich immer selber so weit aufgefressen, dass sie in dem Becken leben konnten. That is not normal. Ich meine, gut, das Becken ist gut gepflegt. Aber das ist schockierend. Vor allem schüttet ihr ja nicht ins Klo. Das heißt, falls ihr gute Ideen habt, was ich hier machen kann, sagt Bescheid. Mir kommt nur die Idee, das in eBay zu verschenken. Aber da müssten schon ungefähr 20 Leute kommen, a 10 Babys. Oder mal schauen, ob irgendein Händler mir die abnimmt. Ja. Unglaublich. Unglaublich potent. Ich bin fassungslos. Wie findet ihr es? Bis bald.